Warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt aber hier vorne nicht... Wir haben jetzt hier vorne nicht ein Depot, oder? Versteckerdekoration. Nee, das ist unser Hauptlager, okay. So. Das hat angeblich keine Lieferkette. Wieso nicht? Ja, komm, wir suchen zu dir, das ist gut. Weil es tiefer ist. Muss man eben, glaube ich, den Berg da wegnehmen. So, Burger. Bubble Tea. Und... Wasserfahrgeschäfte. So, Hotdog. Limonade. So. Gut. Go-Karts. Achso, ja, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Go-Karts.
Machen wir mal gleich 20 draus. Und ab dafür. Ich kann mir Blue Eagle nicht leisten. Machen wir daraus mal 11. Red Devil. Machen wir auch 11 raus. Wäre irgendwie merkwürdig, die unterschiedlich zu bepreisen. So. Viele meiner Gäste beschweren sich über Vandalismus. Das ist natürlich Kacke. Und das ist ja auch irgendwie klar, wenn wir gar kein Sicherheitspersonal haben. Und wenn wir uns da hinten auch noch die Wege wieder kaputt gebaut haben. Brezeln ist verfügbar. So, da wollen wir mal kurz gucken, was sagen die denn hierzu? Ist das Geld echt wert? 2,70 draus. Limonade. 20. Hot Dogs. 3,50. Bubble Tea ist das Geld wert. Regenschirme lassen wir mal so. Kaffee. Okay, machen wir. Zack. Da aus 3,50. Und schade. Kriegen wir hier vielleicht noch das Karussell? Ja. Ich wollte ja auch eigentlich meinen, ne? Ein Park ohne das normale Karussell, das geht ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Viele meiner Gäste beschweren sich über Müll. Vandalismus. Okay. Zum Teil haben sie ja recht. Zum Teil haben sie ja recht. Okay, sind noch 5 Vandalen im Park. Go-Karts war super. Machen wir daraus 4,50. Wildwasserbahn kommt so, glaube ich, ganz gut an. Rambo, aktuelle Arbeit. 300. Haben wir überhaupt irgendeinen, der nicht einer Zone zu... Nee.
Ah ja. Können wir jetzt eigentlich mal eben hier vorne gucken. Da vorne, was haben wir denn noch? Graviton. Machen wir als erstes mal eben kurz hier eben einebnen. So, Fahrgeschäft. Graviton. Gravitron und wir bauen direkt auch noch den Wipeout. Ja, das Ziel ist es ja Kettenkarussell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, wir wollen ja den Leuten einfach richtig was bieten. Ramboot. Ah ja, da bräuchten wir so eine kleine Küstenlinie. Warum? Muss auf Wasser platziert werden, muss auf eine... Zum Beispiel drei Karten. Ja, aber... Ah, ich glaube, das Wasser ist zu tief. Nicht hoch genug. Okay, wir haben jetzt hier nichts unter Wasser gesetzt, ne? Funktioniert nur alles. Ja. Müsste auch, aber das ja vorne auch wieder funktionieren. So. F
für den Park. Machen wir mal ordentlich Werbung. So. Da wird jetzt der Vertical Drop Coaster gebaut. War super. Vielleicht stört die auch das, ich weiß es ja nicht. Was denkst du denn? Ich möchte mit etwa... Achso. Okay. Ja, es kommen auf jeden Fall gerade ordentlich Leute rein. Parkeintrittspreis ist wahrscheinlich auch immer noch sehr günstig. Mit hoher Intensität. Die haben wir jetzt aber auch alle gebaut. Heißt danach aufregender. Limonade ist das Geld echt wert. Okay, dann würde ich sagen, haben wir einen guten Preis, ist das Geld echt wert. Regenschauer. Okay, sind... Go-Karts ist scheinbar gut so, wie es ist. Box-Autos war super. Oh, stellen wir nochmal einen fünften ein. Ist da sicherlich nicht verkehrt. Monat. Ich glaube, dann mache ich vielleicht noch mal eine Werbeanzeige. Okay. Ist da eh schon. Vertical Drop Coaster. Aha. Zu vertikalen Gefällen und sogar darüber hinaus, ja. Die bauen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Stört dich scheinbar nicht, dass sie dadurch die Mauer fahren. Kurz gucken, was sagen sie bei den Achterbahnen. Ich kann mir nur Level nicht leisten. Zwei Wochen. Machen wir 500. Und wir gucken mal kurz. Das haben wir noch nicht gebaut. Das Riesenrad haben wir noch nicht gebaut. Und die Autofahrt haben wir noch nicht gebaut. Da lohnt es sich jetzt auch nicht wirklich, die zu bauen. Oh, mit dem Regenschirm machen wir auf jeden Fall gutes Geld. Hier könnte man natürlich die Autofahrt sonst bauen.
Machen wir daraus 280. So, Kampagne ist aus. Für den Park 3 Monate Radio. Start. Geht gerade nicht. Ja, weniger Interesse an Freizeitparks. Das ist natürlich total super. Gut, also hier vorne müssen wir mal überlegen. Ja, ich meine, es gibt noch ein paar, es gibt später noch ein paar richtig geile Fahrgeschäfte. Tourbillon. Was wir uns mal eben ein bisschen machen können, ist, machen wir Zäune. Wenn wir schon dabei sind, dann wird hier mal gleich neu verzaunt. Also so euphorisch muss man jetzt auch nicht sein, weil man mit so einem Ding fährt. Ja, da fahren die schönen Rambot. Das ist doch gut. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Haben wir denn hier, wenn wir auch noch Brunnen... Aber ich glaube, so ganz ohne ist das hier vorne gar nicht. Okay, dann gucken wir erstmal kurz. Tourbillon. Hier lassen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Platz nehmen, damit hier ein Weg reingehen kann. So. Wollen wir jetzt hier mal eben was. Was haben wir denn an Dächern? Haben wir schon irgendwas Cooles? Nee, irgendwie diesmal bisher noch gar nicht. Schön, so ein Kamin. Okay, Hangar. Hätten wir so ein Hangardach.
Nee. Okay, da bräuchten wir da hinten also ein Gegenstück. Dann könnten wir da mal so ein paar Dings machen. Aber wir wollten hier eigentlich ja sowieso jetzt mal was machen. Und zwar hier wollten wir jetzt so einen kleinen Platz bauen. Ja, ich weiß, die Werbung für den Park, die war jetzt nicht sonderlich effektiv. Cool, da steht nicht, dass ich keine Schulden haben darf. Für den Park, Radiowerbung. Oh. So, da kommen jetzt natürlich Bänke hin. Kommen jetzt hier auch zwei Mülleimer hin. Dann kommen jetzt hier hin. Okay, ne, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also das jetzt nicht. Wo ist denn die normale Wand? Da. Inverted Double Swing. Das ist gut. So, komm jetzt hier mal eben. Mülleimer 1, Mülleimer 2. Drei, vier. Jo, dann gehen wir zurück zu den Wänden. Hat schon mal einen höheren Dekoanteil. Das ist gut. Dann kommt da oben jetzt ein Glasdach rauf. Der sollte eigentlich nur ganz chillig im Trockenen essen können. Dann haben wir aber noch nicht Pavillons. Ich hatte doch vorhin irgendwas gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, worunter das war. Diese Lametta-Sachen. Was ist das denn? Aha. So. Inverted Double Swing.